Die Kaufverträge für das Großprojekt Sechseenwiedau sind offiziell unterzeichnet. Mehrere Monate haben die städtische Wohnungsbaugesellschaft GEBAG und die Bahn verhandelt. Ein kritischer Punkt bei den Verhandlungen waren die zu entsorgenden Altlasten auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs. Die Kosten für den Kauf und die Erschließung des ersten Sechseenwiedau-Bauabschnitts schätzt die Stadtverwaltung auf knapp 100 Millionen Euro. Im Dezember soll die erste Baustellenzufahrt eingerichtet werden. Um den Ankauf der Fläche möglich zu machen, hatte der Stadtrat einer Kommunalbürgschaft in Höhe von 55 Millionen Euro für die GEBAG zugestimmt. Erfolg gegen Einbrecherbande. Bei Razzien in Oberhausen und Dinslaken hat die Polizei am Mittwochmorgen 8 Verdächtige festgenommen. Das Duisburger Amtsgericht hatte zuvor die Haftbefehle erlassen. Die Täter sollen an fast 50 Einbrüchen in Oberhausen und Dinslaken beteiligt gewesen sein. Bei Durchsuchungen hat die Polizei unter anderem zahlreiche Fahrräder, Handys und Baumaschinen sichergestellt. Außerdem wurden noch Drogen, Bargeld und Waffen gefunden. Das Duisburger Forum stand am Mittwoch ganz im Zeichen der Wiederbelebung. Die Bürgerstiftung Duisburg organisierte mit dem Evangelischen Klinikum Niederrhein, dem Center Management und einer Krankenpflegeschule einen Flashmob, um Besucher auf das Thema anschaulich aufmerksam zu machen. Es reicht, wenn jemand auf die Brust drückt. Andere Dinge, die vielleicht kompliziert erscheinen und die einen eher abschrecken, die sind gar nicht unbedingt erforderlich. Wenn jemand plötzlich umfällt, auf Ansprache nicht reagiert, auch nicht mehr atmet, dann hat er sehr wahrscheinlich einen Herzstillstand. Und wenn man dann wartet, bis der Notarzt kommt, dann ist es zu spät. Man muss den Kreislauf überbrücken. Und das kann man tun, indem man rhythmisch auf das untere Drittel des Brustbeines drückt, etwa 100, 120 pro Minute schnell, etwa im Takt von Haha, Staying Alive von den Bee Gees, den Rhythmus kennt jeder. Und das muss man machen, bis der Arzt kommt. Drücken, bis der Arzt kommt, das ist alles. Prüfen, rufen, drücken, so lautet die Devise bei der Wiederbelebung. Um auch unter Druck die richtige Technik parat zu haben, lieferten die Organisatoren reichlich Anschauung wie die Lifesaver-Station. Der Jugendbereich des Deutschen Gewerkschaftsbunds hat seinen Ausbildungsreport für das Jahr 2019 vorgelegt. Mit Blick auf die Ergebnisse fordert die Duisburger DGB-Jugend eine Qualitätsoffensive in der Ausbildung. Gravierende Mängel wie regelmäßige Überstunden, ungenügende Ausbildungsvergütung und Aufgaben abseits der Ausbildungsinhalte müssten dringend behoben werden. Dazu gäbe es im Arbeitsagenturbezirk Duisburg und den Kreisen Kleve und Wesel deutlich zu wenig Ausbildungsstellen. Lediglich 22% aller Unternehmen bilden überhaupt aus, begründet der DGB. Seit 12 Jahren legt die DGB-Jugend jährlich einen Ausbildungsreport vor. Für den Report 2019 wurden über 5000 Auszubildende aus den 25 häufigsten Ausbildungsberufen in NRW befragt. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr werkelt an seinem Fahrplan. Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember sollen die Züge im VRR-Gebiet bald deutlich mehr Strecke machen. Etwa 2 Millionen Kilometer pro Jahr legen sie dann zurück. Die größte Veränderung bildet die sogenannte S-Bahn Rhein-Ruhr. Unter diesem Namen fahren als Ergänzung zu den S-Bahnen künftig auch Regionalexpress- und Regionalbahnzüge. Damit will der VRR die Taktung und Frequenz erhöhen. Darüber hinaus wird zum Fahrplanwechsel eine weitere RE-Linie in den Rhein-Ruhr-Express-Vorlaufbetrieb überführt. Ab Dezember 2019 übernimmt National Express die Linie RE6 von Minden nach Köln. Der Duisburger Hafen und China intensivieren ihre Zusammenarbeit. Ende November hat die China Railway Container Transport Corporation ihr europäisches Hauptquartier in Duisburg eröffnet. Mit der Ansiedlung des Unternehmens erhofft sich Duisport, weitere chinesische Zulieferer und Kunden an den Standort zu binden. Schon jetzt ist die internationale Schienenverbindung durch die neue Seidenstraße eine wichtige logistische Drehscheibe für den Duisburger Hafen. Mehr als 35 Züge pro Woche fahren zwischen Duisburg und China. Lokale Macht- und Einflussstrukturen in verschiedenen Branchen. Zu diesem Thema hatten wir von Studio 47 eine Besuchergruppe von Führungskräften verschiedener Organisationen der Region zu Gast. Das Thema der Gespräche war die Macht der Medien, Meinungsbildung und Meinungsfreiheit.
Also eigentlich ist es ja immer hilfreich, wenn man mal aus seinem Büro rausgeht in die Welt und guckt, was gibt es für Menschen, was gibt es für Bedürfnisse, wie kann man seinen Fokus erweitern. Und das ist total hilfreich, dadurch, dass die Teilnehmer ja auch aus so unterschiedlichen Bereichen kommen, dass man nicht nur so in seinem eigenen Saft gart, sondern auch mal schaut, okay, ich arbeite an einem gesellschaftlichen Schnittpunkt und was wollen die Menschen, wie kann ich darauf reagieren, für wen mache ich denn Kultur, ne? Ziel der Veranstaltung: Wie können Veränderungen noch stärker angestoßen und beeinflusst werden? Primär geht es bei der Exkursion darum, Strukturen und Entscheidungsprozesse in anderen Arbeitssektoren kennenzulernen, Beispiele für direkte und indirekte Einflussnahme zu reflektieren und sich der eigenen Relevanz am Arbeitsplatz bewusst zu werden. Die Duisburger Stadtverwaltung geht ab dem 23. Dezember in die Betriebsferien. Bis einschließlich zum 1. Januar 2020 bleiben das Rathaus und die städtischen Kindertageseinrichtungen in weiten Teilen geschlossen. Ausgenommen sind die Feuerwehr, die Kulturbetriebe oder der Notdienst im Standesamt. Die gesamte Verwaltung ist ab dem 2. Januar wieder erreichbar. Am kommenden Montag wird es prominent auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. Bei Bernies Alm schenken unter anderem der RTL-Versicherungsdetektiv Patrick Hufen, Schauspieler Tom Barkal oder auch MSV-Manager Ivo Grillitsch Glühwein aus. Zwischen 11 und 18 Uhr stehen die Promis am Montag hinter der Theke. Die Erlöse aus dem Verkauf gehen an den guten Zweck. Das Geld geht an die Duisburger Tafel, das Frauenhaus Duisburg, den Verein Citywärme und den Verein Wildwasser. Mit viel Sonne ging es in Duisburg durch den heutigen Mittwoch. Auch am Donnerstag erhaschen wir einige Sonnenstrahlen. Allerdings ziehen auch wieder vermehrt Wolken auf, die für einen ausgewogenen Mix sorgen. Es wird aber kalt. Das Thermometer schafft es auf maximal 3 Grad. Der Freitag wird dann ungemütlich. Der Himmel ist grau und bedeckt. Dazu kann es immer wieder regnen. Die Werte klettern wieder auf bis zu 8 Grad. Ganz ähnlich am Samstag. Sonne Fehlanzeige. Dafür sorgen dicke Wolken und Regen für einen unangenehmen Start ins Wochenende. Die Temperaturen schaffen es auf bis zu 9 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Achtung, liebe Autofahrer, es wird morgen wieder geblitzt im Stadtgebiet. Die Ordnungshüter messen unter anderem auf der Meidericher Straße in Düssern und auf der Rheindeichstraße in Alt-Homberg die Geschwindigkeit. Außerdem sorgen Baustellen weiter für Verkehrseinschränkungen. In Obermeiderich laufen Straßenbauarbeiten auf der Emmericher Straße im Bereich der Koopmannstraße. Ein Einfahren von der Koopmannstraße auf die Emmericher Straße ist während der Arbeiten nicht möglich. Eine Umleitung über die Straße am Welschen Hof ist ausgeschildert. Die Arbeiten dauern an bis Februar 2020. Und in Neudorf wird im Kreuzungsbereich Sternbuschweg und Koloniestraße ebenfalls an der Fahrbahn gearbeitet. Der Sternbuschweg ist aktuell zwischen Koloniestraße und Krautstraße voll gesperrt. Fußgänger können den Bereich mit kleinen Umwegen passieren. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer sind Umleitungen ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte Dezember abgeschlossen sein. Studio 47 wünscht eine gute und angenehme Fahrt.